Der VfB Stuttgart konnte den ersten Champions League Sieg der laufenden Saison einfahren und das auswärts bei Juventus Turin. Wie ihnen das verdientermaßen gelungen ist, zeige ich euch in diesem Video. Dazu muss man sagen, dass hier zwei Teams aufeinander getroffen sind, die eine ähnliche Herangehensweise sowohl im eigenen Ballbesitz als auch gegen den Ball praktizieren. Das wird, glaube ich, über den Verlauf der Analyse recht deutlich. Fangen wir aber an mit dem VfB im Ballbesitz. Das sah es natürlich fast wie immer aus. Man versteckt sich da nicht auch vor großen Gegnern, auch auswärts nicht. Man zieht seinen Stil durch. Im Aufbau ist es natürlich sehr variabel, was die Positionen angeht. Grundsätzlich aber ein 4-2-4, wie man es kennt. Die Offen Zentralen, die sie immer wieder fallen lassen. Schauen wir aber, was Juventus gegen den Ball gemacht hat, und das war eine starke Mannorientierung, Mann gegen Mann über das komplette Feld. Hier sieht man ganz gut die Zuteilung, dass das eben genau so der Fall war. Schauen wir jetzt mal genauer, was der VfB dann gemacht hat, was das Ziel im Ballbesitz war. Hier sieht man zunächst einmal noch Juve gegen den Ball. Sie sind zwar hin und wieder hoch angelaufen, waren aber meistens eher im Mittelfeldpressing, so wie hier. Das war dann aus einem 4 1 1 heraus, wobei die Mannorientierung immer noch ziemlich wichtig war im Defensivverhalten. Das sieht man zum Beispiel daran, dass Mio hier den Sechser er aus dem Zentrum herauszieht, somit hier einen riesen Raum öffnet. Stuttgart hatte im Aufbau dann auch meistens viele Spieler schon hochgeschoben und dann konnte man diesen großen Raum, der da frei war, dynamisch belaufen. Oft hat man diesen ja schon von Grund auf besetzt. In dem Spiel hat man den meistens erst kreiert und konnte dann dynamisch mit Tempo dort hinein starten und dann eben dort den Ball erhalten und Juve gefährlich werden mit Umschaltsituationen aus dem eigenen Ballbesitz heraus. Zum Beispiel hier im Aufbau war es ein langer Ball vorne rein, aber kontrolliert auf Undav, der ablegt auf Mittelstädt, der in diesen Raum eingestartet ist. Dementsprechend kommt sein Gegenspieler, der ihm zugeteilt ist, nicht hinterher und er treibt den Ball vorne ins letzte Drittel an den Strafraum. Hin und wieder konnte man Juve auch etwas tiefer hinten reindrücken, dann hat sich häufig ein 3-1-Aufbau gebildet. Stiller war es meistens, der sich zwischen die Innenverteidiger fallen ließ, davor dann Karasor. Ansonsten hatte man wieder viele Spieler in der letzten Linie, die sich aber immer wieder fallen lassen konnten, um Anspielstationen darzustellen. Meines Erachtens nach kam man aber nicht zu den allergrößten Chancen, wenn man Juve mal tief hinten drin hatte, dann hat man es zwar um den 16 herum gespielt, hatte in der ersten Halbzeit auch viel mehr Spielanteil, ich glaube 60% Ballbesitz, meistens kamen dann aber eher Flanken über die linke Seite von Mittelstädt, da kam man dann zu der ein oder anderen Chance, aber hatte jetzt nicht die größten Hochkaräter. Schauen wir auf der anderen Seite, was Juve im eigenen Ballbesitz gemacht hat. Und da erkennt man dann die Parallelen, sowohl im spielerischen Ansatz von Juve als auch im Defensivansatz von Stuttgart. Juve hat meistens aus einem 4-3-3 heraus agiert, aber vor allem das Mittelfeld-Trio war da sehr frei, haben sich immer wieder unterschiedlich gestaffelt, unterschiedlich positioniert, mal zwei Sechser, mal zwei Achter vor einem Sechser, haben aber auch untereinander rotiert. Der VfB hingegen ebenfalls im Mann gegen Mann. Pressing sieht man hier ganz gut. Da ist jedem ein Gegenspieler zugeteilt und man verteidigt es extrem aggressiv heraus. Zum Beispiel, Chabot rückt aus der Innenverteidigung nach vorne auf McKenny. Beide Sechser schieben auf Tyram und Fatioli, öffnen damit auch das Zentrum. Aber man war so tatsächlich relativ erfolgreich. Auch hier sieht man das noch ganz gut, wie riskant das war. Stiller und Carasso an Tyram und Fatioli, Chabot an McKennie. Das war schon riskant, aber Juve kam halt nicht zu Torschancen in der ersten Halbzeit. Dementsprechend hat man es echt gut gemacht defensiv, wenn man hoch angelaufen ist, konnte so dann auch den ein oder anderen Ballgewinn erzielen, beziehungsweise durchaus einige. Da Juve einfach sich noch nicht so gefunden hat, wie es der VfB getan hat. Motta ist erst seit Sommer im Amt. Natürlich läuft läuft es bisher in der Liga schon ganz gut, vor allem defensiv. Aber gerade mit Ball müssen sich die Prinzipien und so noch verinnerlichen. Deshalb gab es da immer wieder Fehler. Der VfB hat die natürlich auch gewissermaßen erzwungen und dann auch ausgenutzt, zumindest bis zum Abschluss. Torerfolge gab es leider noch nicht. Hier sieht man es ganz gut: Wenn man den Ball gewonnen hat, dann ging es direkt vertikal in die Spitze. Hier auf Mio, der treibt den Ball, steckt dann durch auf Demirovic, der hier nur den Pfosten trifft. Aber zum Beispiel auch hier, direkter Fehlpass in die Füße von Undaf, der treibt den Ball nach vorne. Abschluss ist dann nicht ganz so gut, aber es verdeutlicht hier einfach meinen Punkt. Je nachdem hat sich der VfB auch mal zurückgezogen, dann war es ein 4-4-2. Je nachdem, Leveling hat sich auch mal zurückfallen lassen, dann war es eher ein 5-3-2. Aber man blieb wirklich aktiv. Es war dann ein wirkliches Abwehrpressing. Denn hier zum Beispiel Sau bekommt den Ball. Mittelstädt als Linksverteidiger rückt dann aber auf ihn raus, um halt dementsprechend Druck auszuüben, dass Juve am Ball nicht so viel Zeit hatte, um den richtigen Pass zu finden. Und daher, wie gesagt, keine Chancen mehr. Keine wirklichen Chancen in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten eigentlich kaum, beziehungsweise ein bisschen mehr. Dazu kommen wir dann aber gleich. Genauer gesagt kommen wir jetzt zur zweiten Halbzeit. Da gab es natürlich die kontroverse Aktion Handtor von Dennis Undav. Fragezeichen. Darüber will ich jetzt gar nicht diskutieren. Er hier die Entstehung dieses Treffers bzw. vermeintlichen Treffers anschauen. Da war es so, Mittelstädt und Leveling binden jeweils ihre Gegenspieler. Dadurch kann Chabot etwas antrippeln, Spielt dann einen richtig guten Pass in die Tiefe auf Undav. Das machen sie echt gut. Da war der Fehler, dass Danilo sich plötzlich an Demirovic orientiert obwohl dem eigentlich Kalulu zugeteilt ist, als auch hier ein unverständlicher Abwehrfehler von Juve, die sich einfach noch nicht so gefunden haben, wie ich finde. Andererseits, wenn man die Statistiken anschaut, war es so, dass der VfB in der ersten Halbzeit 60% Ballbesitz hatte. In der zweiten Halbzeit war es dann genau andersrum. Das ist jetzt nicht ungewöhnlich, das sind beides Teams, die den Ball haben wollen. Die einen können damit schon besser umgehen, die anderen weniger. Grund für den Wechsel der Ballbesitzanteile war eine Umstellung vom VfB von Höhnes gegen den Ball. Da ist man dann eher aus einem 4-1-4-1 angelaufen, hatte dann UNDAF bzw. einen der beiden Stürmer etwas tiefer, ein Sechser konnte dann im Sechserraum absichern, konnte da Spieler aufnehmen, die sich zwischen den Linien bewegt haben, wenn man es dann vorne aggressiver angelaufen ist, konnte dieser eine Stürmer vom Sechser weg mit dem Deckungsschatten auf ihn nach vorne anlaufen, stiller bzw. der Sechser im Sechserraum konnte dann vorrücken und man konnte es daraus wieder zu einem Mann gegen Mann-Pressing machen, war aber an sich besser gestaffelt, das kann man durchaus eingehen, es lief zwar in der ersten Halbzeit gut, ist aber auch sehr intensiv, und ich meine, wenn man kein Gegentor bekommt, kann man das auch etwas defensiver machen. Man spielt hier immer noch auswärts bei Juve. So wiederum hatten sie dann meistens einen Aufbauspieler mehr, der keinen direkten Druck bekommen hat. Deshalb mehr Ballbesitz, aber viel mehr Gefahr haben sie jetzt auch nicht ausgestrahlt. Und trotzdessen hat der VfB weitere Beigewinne erzielt. Wie gesagt, man konnte dynamisch immer wieder ins Mann gegen Mann Pressing kommen. Also war das sogar noch flexibler zwischen einer konservativeren Absicherung und trotzdem aggressivem und guten Pressing. Hier ist es Leveling, der den Pass antizipiert, treibt den Ball dann ein bisschen nach vorne, legt quer auf Demirovic, der die gute Chance hier vergibt. Des Weiteren muss man sagen, Juve kam dann schon besser ins Spiel. Hier zum Beispiel sieht man, Stuttgart muss beide Flügelspieler zurück. Ziehen, um die da auf dem Flügel in den Griff zu haben, hat es dann aber an sich ganz gut verteidigt. Aber nur weil Juve zuvor über den Flügel mehr Gefahr erzeugt hat. Hier haben wir Yildis, der außen durch ist, einmal und hier ein zweites Mal. Da hatte man für eine kurze Phase Probleme. Juve hat zwar nicht die krassen Chancen daraus geirrt, wurde aber mit der Zeit immer gefährlicher. Auch weil das Mittelfeld Trio mit der Zeit deutlich besser funktioniert hat. Die Innenverteidiger haben eher den Stil von Motta umgesetzt, dass sie auch auch mal ins Mittelfeld vorschieben. Trotzdem, dass es dann aus Juvis Sicht besser funktioniert hat, dass sie mehr Spielanteile in der zweiten Halbzeit hatten, war der VfB sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit die gefährlichere Mannschaft mit den deutlich besseren Chancen. Einziges Problem war, dass man die nicht genutzt hat. Dementsprechend hat einem der Elfmeter eigentlich gut in die Karten gespielt. Da war es erst ein Freistoß von Danilo, der die gelbe Karte bekommt. Freistoß kommt rein. Danilo macht das Foul im Strafraum, bekommt dann gelb-rot und der VfB den Elfmeter. Den verschießt Mio allerdings. Aber trotzdem profitiert man klar von dieser Elfmeterentscheidung. beziehungsweise vor allem von dem Platzverweis für Danilo. Denn der VfB war jetzt ein Mann mehr. Lars war nicht mehr viel Zeit, aber gerade bei zwei so spielsteigen Teams, beziehungsweise zwei Teams, die viel mit dem Ball machen wollen, flach lösen wollen, die sind einfach gut darin, den freien Mann zu finden. Das war über das ganze Spiel nicht der Fall, weil Juve es mannorientiert verteidigt hat. Die konnten immer jeden Mann zustellen. Jetzt war Stuttgart in Überzahl und sie spielen es dann auch direkt gut aus. Juve hat in einem 4-4-1 verteidigt, hat aber mit den Flügeln weiterhin so viel Druck wie vorher gemacht. Dementsprechend Dementsprechend haben sich Räume angeboten. Der VfB nutzt diese. Karasor spielt El Bilal Touré zwischen den Linien an. Der lässt direkt klatschen auf Mio. Was ich hier so kurios finde, das ist technisch komplett unsauber von Touré. Vielleicht ist es auch Absicht, aber ich weiß ja nicht. Der lässt den Ball hier beim Klatschen komplett in die Luft hoch. Mio ist technisch so sauber, dass er das kontrollieren kann. Bringt ihn dann zurück. Doppelpass auf Touré. Und dann macht er das gleiche nochmal. Ich weiß nicht, ob es technisch unsauber ist oder. Absicht, sagen wir einfach mal Absicht, er chippt den Ball über die Abwehrspieler hinweg, geht auf den Torwart zu und erzielt den Siegtreffer für den VfB. Danach spielt man es dann runter, verteidigt im 4-4-2. Juve ist ein Mann weniger, dementsprechend schaffen sie es nicht mehr wirklich, Chancen herauszuspielen, weil sie auch davor schon Probleme hatten in Gleichzahl. Juventus Turin unterliegt da mit dem VfB Stuttgart und das ist schon gewissermaßen überraschend, vielleicht aber auch nicht allzu arg, weil wir haben es gesehen, der VfB gegen Dortmund hat die mit 5 zu 1 wirklich aus dem Stadion geschossen. Auch hier waren sie die klar bessere Mannschaft und das lässt sich meiner Ansicht nach auch begründen, denn das sind jeweils Teams, die den Ball haben wollen, die mit Ball zumindest versuchen, sich spielerisch flach hinten heraus zu befreien. Der VfB hat das mittlerweile wirklich gut verinnerlicht. Hönes ist schon lange im Amt. Alle Spieler kennen die Prinzipien und setzen die echt gut um. Und gerade gegen Teams, die genau das Gleiche machen wollen, wie Dortmund unter Schahin, wie Juve unter Motta, deren Trainer aber noch nicht so lange im Amt ist, dementsprechend diese Philosophie noch nicht so verinnerlicht ist bei den Spielern. Gerade da können solche Teams überzeugen, Leverkusen zum Beispiel auch. Und so haben sich hier zwei Teams mit ähnlicher Spielweise mit und gegen den Ball gewissermaßen neutralisiert. Zwar hat Juve die größere Spielerqualität, dennoch konnte sich der VfB durchsetzen, weil sie einfach in ihrer Spielweise deutlich routinierter sind. Die wissen genau, wie sie spielen müssen, welche Laufwege sie machen müssen, wo sie sich in welchem Raum positionieren müssen. All das macht Hönes überragend und deshalb konnte man hier einen verdienten Auswärtssieg bei fucking Juventus Turin feiern. Das soweit meine Analyse zum Champions League Spiel der Stuttgarter bei Juve. Schreibt mir gerne mal eure Meinung zur Analyse, eure Erkenntnisse zum Spiel in die Kommentare. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt, um nichts mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.